Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ocean's Horn 2 für iOS. Ja, wir haben ja die Schildkröte besiegt und können jetzt wieder mit ihm hier reden und können sozusagen ready zurückreisen. Ready to go back to the White City? Na klar, wenn ich das. Let's head back to Yellow Bird. Man muss erstmal hinlaufen zu dem blöden Vogel. Na gut, tun wir das mal. Oh. Wer ist das denn? Die Bösen. Oh, die kommen mit der ganzen Armada. Natürlich nicht gut für uns. Aber. Okay, wir sind trotzdem zum Vogel zurück. To the Yellow Bird, everyone. Run! Eieiei, da haben wir gut getroffen. Oh. Go ahead. There's something I need to do. Macht sie. It's time for me to go. Get in the airship. Was macht sie denn? Da, flöte erstmal eine Runde. Na, und? It's time to show them what we can do, Oceanhorn. Aha. Okay, was machen wir jetzt? Look, that must be the command ship of this armada. The largest airship I have ever seen. This might be our only opportunity to end this conflict once and for all. Hold on, I'm going to board it. What? Kann sie das ganze Ding versenken? Werk gespaced. Schon ein geiles Teil irgendwie. Ab zum nächsten Boot. Wie cool ist sie denn? Ich versenke mal die ganze Flotte da. Ach guck, da kommen noch mehr von denen. Ah, okay. Das ist nochmal cool, mal eine Ansage von denen. Wo
Okay, durchforsten wir mal das Boot hier. Ja, cool. Sehr cool, sehr cool. Ja, gehen wir doch am besten mal direkt rein. Trin is attacking the fleet with Oceanhorn, and other living fortresses have joined the battle as well. It is time to do our part. Let's find a way inside. Okay. Gucken wir, was da drin auf uns erwartet. Okay, Spielforscher gespeichert, sehr gut. Spider-Boss. Try to throw a bomb over those crates. Los! Oh! Na, so geht's doch auch. Muss man nicht extra eine Bombe drüber werfen. Wie weit wir runterkommen ins Schiff. Ich weiß es gar nicht. Jetzt nochmal. Komm runter. Düstere Sphäre, oberes Deck. Scheint nicht so klein zu sein hier in diesem Boot. Wir müssen ja wahrscheinlich irgendwo die feindlichen Gegner finden. Gucken wir mal. So, gehen wir mal hier runter. Runter. Unsere Sphäre, unterer Frachtbereich. Okay. So. Oh. Was ist das hier? Also benutzen? Beim nächsten Mal richtig einen auf die Fresse hauen. There's the way to the lower deck. Tut das ja auch nicht, ne? There's the way to the lower deck. Okay, dann laufen wir mal hin. Wir werden was machen können. Rein. We have a chance to stop this fleet. Come on, hurry! Hier geht's längs, okay. Ich krieg hier gar keine Herzen mehr, ne? Aber warte mal, ich hab eine Idee. Jetzt machen wir es wirklich mal mit Bomben, wie er gesagt hat. Das wäre gar nicht so verkehrt. So, ah, warte. Ah, wir sind nicht so clever da hinten. Naja. Kleiner Effekt, das ist schon. Warte, wir nehmen mal trotzdem den Haken wieder. Ich hänge ja an der Box fest. So. Oh, guck mal da, das sieht doch gut aus. Warum gib mir mal ein paar Herzen hier? Die Munition hier da. Dann geht die Tür auf. Okay, kannst du rückrennen? Ja, anscheinend. Da hinten war die Tür, wir gehen trotzdem mal hier hin kurz, wenn noch irgendwas ist. So, dass man durchkrabbeln kann, aber kann man gar nicht. Das sah nur so aus. Okay, die Tür ist auf, rennen wir schnell zurück. Über da.
Muss ja die hier sein, ne? Nee. Und wo sind wir gekommen? Ach, sind wir von da gekommen? Sind wir hier rein? Okay. So. Weiter. So, mal sehen, was der Typ da hinten so kann. Gehen wir doch mal hin. Das sieht ja aus wie ein Gegner. Mal sehen, ob der uns irgendwas zu sagen hat. Welcome to my humble command ship, Master Mayfair. Sir Corbin. And you, son? Nobody calls me Sir Corbin anymore. Mizmaroth? So it is you behind these attacks. Halt the Armada if it is in your power. Straight to the point as always, Master Mayfair. Unfortunately, my Armada is unstoppable. But you shouldn't be afraid of me or the might that is under my command. Shake before the High Regent who holds Arcadia in his palm. My Dark Army, as they call it, is approaching Arcadia with only one goal. Archimedes. Archimedes, is it? You never got along with him, but then again, you never got along with anybody. And you still managed to surprise us, Mesmeroth. Tell me, how did you raise this Dark Army? They are automatons. As you know, aside from magic, technology has always been my area of expertise. The mask revealed what I had always suspected. There is another, forgotten world hidden behind this realm. A world where the power of the emblems can be used freely, and spirits can be raised to serve in this realm if only you know how. Like a caster gun summons a spell. The caster gun is a crude tool, but the principle is the same. It uses the elements found within nature to lure in the untamed power of the emblems. But I can see the streams of creation with my own eyes. I can call the power to fuel my spells, or even to live within my creations. Thus, my servants are born through my hands. Just like Gen was once, back when I was just starting my journey as a warlock. It's hard to explain. We were all bewildered when you showed us your robot. Even Archimedes was taken aback by your talent. Ah, but he was jealous. Gen was just a servant program that I was able to summon to live within a well-built frame of an automaton, but Archimedes could not understand it. He was trying to figure out my spell, like it was some kind of a magic trick. He did not understand the power that the emblems maintain behind the curtain. He did not understand the larger truth behind everything. And what is that, may I ask? He could not accept the fact that life on Gaia is staged and maintained by the gods living inside the sacred emblems. They are real, existing intelligences that make sure we have enough air to breathe and green forests in which to dwell. But good old Archimedes was not content. Instead of accepting the world as it is, he wanted to put a leash on the gods. Oh, I don't know what to say, Mesmeroth. Archimedes has studied the sacred emblems for the past 20 years. Oh, he knows everything by now and more. He's too dangerous, and I cannot let him continue his work. His Grand Corps is almost finished. I cannot let that happen. Archimedes is doing everything for the well-being of the realm. What are you keeping from us, old friend? Die Luft hoch oder was? Forgive me, Sir Corbin. I built this robot once to be my servant. Gen, become my dark apostle. What? Corbin, no! Sir Corbin is gone, Mayfair. It's wrong for me to trap his soul inside this robot in the first place. Mesmeroth! Visit his grave in Pharaoh. Er sucht sein Grab in Pharao. Okay. Das machen wir. Come on! There's no time to lose. We need to get out of here. Na komm, laufen wir mal.
He was not always the evil one. When the war was over, he hid from fame and began his travels in a realm that was still recovering. Ah, jetzt ist ein Loch. Siehst du? Jetzt kommen wir da durch. Reden noch so. So, I was surprised when he asked me to meet him near the Arm Peak. Mesmeroth came there with a baby in his hands. War offered, he said. It was new. Die Geschichte ist ein bisschen verstrickt, so. Lass mal gucken, wie weit es noch geht. Da. Ich komme auch wieder durch. Und da geht es noch eine Runde hoch. Kann ein bisschen Daumen ist, wo oben ankommen. Alter, das ist nervig. Okay. Lauf! Ab zum Flugzeug! Ja, rein da. Ja, sehr gut. Oh, das sieht düster und dunkel und böse aus. Gefällt mir. Alle bösen Herrscher müssen immer so einen prächtigen Thron haben. Warum? Ist doch keinen, der drauf sitzt. You have lost, Warlock. Your armada is destroyed. Follow me, Warlock. And I will grant you a spell of unimaginable power. Was ist er denn? It's called Tryloth. And with it, the world will bow before you. I have been waiting for you to appear. Okay, das sieht ja nicht gut aus für uns. Glaube ich. Mal schauen. We have returned victorious, Your Highness. But victory was not without a loss. Sir Corbin is gone. Your bravery has crushed the enemy of the realm. Mesmeroth might not be dead, but without his armada, he is powerless. Nothing can defy my magnificent living fortresses. The power of Oceanhorn is out of this world. I sank freighter after freighter and crushed airships like they were flies. A part of me was afraid of the destruction that was under my command. Living fortresses channel the wrath of the gods, Trin. You should be afraid. But now it is time to move on. Let's unite the lands of Gaia with the Grand Corps and finish the work that I have sacrificed years to complete. Can you do that, my loyal knights? Klar. Knights of Arcadia are never weary. What is your command, sir? To the north of here, there is a forgotten nation that is the birthplace of the Arcadians. Those who know about its existence call it Source. Do not stray from the path, but head towards the beacon that rises on the highest peak, and return the emblem of Sun. It is just us now. Let's go get the emblem of Sun from the palace and head north. Okay, das können wir machen. Wir können aber auch nach Pharao reisen. Denn das hat er ja gesagt. Das werden wir machen. Machen wir aber beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.